Willkommen zurück bei Let's Play WWE 2K14 Challenge hier an diesem wunderschönen Samstag, oder? Vergiss auch bitte nicht, diesem Video direkt am Anfang einen Daumen hoch zu geben. So, bei der Challenge ist es so, ihr könnt mir Herausforderungen schicken für WWE 2K14, wenn ich diese meistere bekomme. Ich einen Punkt, wenn ich diese nicht meistere bekomme. Ihr einen Punkt, einfach irgendwelche Matchbedingungen. Die simpelsten Ideen sind meistens die besten, so auch wie die heutige Challenge, die kommt vom guten Anton Peter, sagt: No Disqualification, Match still in jeder Ringecke, ein Tisch auf, muss nicht zeitgleich sein. Kann auch nacheinander passieren, du musst deinen Gegner durch alle vier Tische schmeißen, beziehungsweise mit einem Move an ihn den Tisch zerbrechen. Du selbst darfst nicht durch einen geschmissen werden. Das werde ich versuchen. Aktueller Zwischenstand ist übrigens 23 zu 21 für mich. Also noch 2 Punkte Vorsprung. Und mal sehen, ob ihr heute irgendwie nachziehen könnt oder nicht. Mal sehen. Extreme Rules Match ist eingestellt. Ich habe mir Cesaro ausgesucht und Sheamus als Gegner, weil die ja gerade ihre Fehde da haben, ne? Oder hatten, je nachdem, wann ihr es guckt. Und der gute Cesaro mit einem Belly-to-Belly-Suplex im Front-Grapple. Sehr gut da besetzt ist und nicht da, und er dann relativ einfach so, also der gute Sheamus, da zu schmeißen ist. Wenn alles gut geht, die Schwierigkeit wird darin liegen, nicht selber durch den Tisch geschmissen zu werden, durch einen Counter oder so. Ich probiere mein Bestes. Mal sehen, was er sagt. Mal sehen, was er sagt. Haben extra nochmal vorher den Moveset angeguckt von Cesaro, wie er da genau aussieht. Money in the Bank, nächste Pay-Per-View, der ansteht. So, ich würde mal sagen, los geht's. Hier, ganz normal. Guck mal, direkt einen Tisch. An allen vier Ecken, an jeder Ringecke einen Tisch auf. Okay, das soll ich hinkriegen. Ist so ähnlich denn wie bei, wie hieß denn das Match? Wo man aneinander gekettet ist und wo man alle Turnbuckets einmal abklatschen muss. Wie hieß denn das? Pole? Nee, guck mal, Ich weiß es nicht. Ja. Hier. German, nice. Da liegt der Tisch quer. So, fuck. Das wäre natürlich jetzt doof gewesen, hätte ich direkt am Anfang durch den Tisch fliegen müssen. Nein. Okay, dachte schon, das wäre auch böse ausgegangen, ne? So, machen wir einfach so. Und nach oben. Jawohl. Und das wäre der erste Tisch. Zack. Dann haben wir einen. 3 to go. Fuck. Das war aber überhaupt nichts. So. Tisch Nummer 2. Selbe Schema hier anscheinend. Ach, Mann. So, dann bitte einmal da in die Ecke, dass ich etwas Zeit habe. Oh, ne, du sollst eigentlich in die Ecke, egal. Dass ich jetzt mal Zeit habe, Tisch da aufzustellen. Oder so. Auch gut. So, dann hier anlehnen. Kommst du rein? Jawohl. Genau in time. Ne, so nicht. So, ruf auf die Mütze. Zack. So. Oh. Ein Glück. Wir kommen auf die Tonne rauf. Ah, fast. Wir haben Signature Move. Können wir auch nochmal eben machen. Ist ja auch eigentlich total egal. So. Match gewinnen muss ich nicht. Weil ich das jetzt verstanden habe, ne? Nö. So, dann jetzt positionieren wieder. Zack. Und Belly-to-Belly Suplex. Jawohl, der sitzt. Und somit haben wir 2. Fehlen noch 2. Jawohl. Okay. Renn damit. Na, super geklappt. Hat richtig super geklappt. Pass auf. Zack. Einmal einen Uppercut verpasst. Das sollte reichen, um den Tisch aufzustellen. Okay. Da einmal anlehnen. Kommst du rein? Muss ich es? Oder hole ich noch einen zweiten Tisch? Ach, geht gerade nicht. Hier, abbrechen. Abbrechen. Dann muss ich jetzt warten, bis einer wieder frei wird, ja? Auch okay. Na. Das war lustig. Das wird ein lustiges Battle hier. An diesem wunderschönen Samstag. Ne? Hoffentlich regnet es nicht so. So, einmal bitte positionieren. Warte. Und Belly to Belly. Nein! Fuck! Oh, Glück gehabt. Glück gehabt. Das sage ich euch. Das ist natürlich die Gefahr. Oh, hier. Nein. So, nochmal in die richtige Haltung bringen. Mal sehen, ob der... Nein! Oh, fuck! Hab die Challenge verloren! Ich glaub's nicht!
Ich hab verloren. Okay. Das ging so gut. Ich möchte noch zu Ende bringen. Das ging so gut. Und jetzt so ein Scheiß, ey. Nur weil er einmal einen Konter macht. Na, ah, das ist ja echt pissig. Komm, ich möchte wenigstens jetzt die Vierecken noch fertig kriegen. Der Vollständigkeit halber. So, lass mich den Tisch reinbringen. Oh Mann, so ein Mist. So ein Mist. Holte tatsächlich wieder auf. Nur wegen einem Konter, ey. Das ist ja wirklich mies. Das will man machen, ne? Das will man machen. Und. Oh, das gibt es noch nicht. Die ersten beiden Konter er nicht so, aber im Match selber. Ach, naja. Ich zweifle nicht an der Logik von Wrestling. Das sollte man eh nicht. So, hier. Nummer 3. Einer fehlt noch. Was war das? Kam Stuhl aus dem Publikum geflogen oder von wo? Aus dem Ring, war? Lass mich mal eben nachgucken. Habe ich die mit reingenommen und habe ich selber abgekriegt. Auch sehr schön. Ich möchte gerne einen Stuhl haben. Tisch. Mein Gott. Von Stuhl hat man noch genug, ne? Hahaha. So. Füll noch die Ecke oben rechts, ne? Dann haben wir. Dem ist fertig. Auch wenn die Challenge nicht bestanden wurde. Och Mann. Steht echt. Und selbst darf nicht durch einen Tisch geschmissen werden. Schade. Schade. War aber eine lustige Challenge, muss ich sagen. Solche Challenges, Challenges meine ich. Easy to go, aber nicht zu easy. Easy to do, nicht easy to go. Ja, können wir ihn ja mal da reinschmeißen. Viel Spaß. Jawohl. Schiri, weg. So hin. Nee, Comeback darfst du nicht machen. So. Belly to belly. Jawohl. Und das wäre erst der vierte gewesen. Leider nicht erfolgreich. Für den Punkt. Egal. Oh, ja, komm, lass uns doch noch Content. Oh, jetzt macht er seinen Comeback-Moment. Ach so. Haha, kannst mich mal. Du kannst mich mal. Komm. Na, 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 nein. Dein Bro-Kick zeigst du nicht. Ich möchte wenigstens das Match hier noch gewinnen. Mal sehen, ob mir das gelingt. So, komm. Mit dem Neutralizer machen wir das. Natürlich! Komm, der den noch! Komm, angelaufen, komm! Fuck. Was die Slow-Mo soll, ne? Hahaha! Komm, doch nochmal angelaufen. So. Komm, mach. Broke, broke, broke. Wenn er nicht, okay. Pass auf, dann machen wir jetzt hier noch das Schöne drauf. Badam! Ja, gut, Cesaro hat 3 Belgian Belly Suplexes im Front Face Lock Grapple. Muss man sagen. Da wollte ich schon wieder einen Bro-Kick zeigen, ne? Bro-Kick. Ja, macht mich fertig, dass man dieses GUE nicht ausspricht. So, nochmal probieren. Jetzt aber. Ich möchte den Neutralizer zeigen mit Richtungstasten, ne? Jawohl. Dann haben wir das fertig. Endlich. Und das reicht denn ja wohl. Badam! Zum Sieg! Zum Sieg! 1, 2, 3. Also will man machen. Zwischenstand 23 zu 22. Beide Challenges diese Woche verloren. Vielleicht habe ich nächste Woche mehr Glück und ich holt meine nächste Challenge wieder auf. Dann steht es wieder 23 zu 23. Was will man machen? Bis dahin, ich wünsche euch einen schönen Resttag. Bis dahin, euer Franz, euer Versorgt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss!